Hallo und willkommen zurück. Ist nicht zugänglich? Warum denn nicht? Ich bin gestern den Tupunkt nicht erreichen. Acht darauf. Besser? Wieso ist der nicht zugänglich? Das ist auch so ein Thema, das verstehe ich nicht. Ist nicht zugänglich. Muss nicht ein Weg verbunden sein. Muss der auf dem Weg stehen? Das hatte ich schon mal und habe das nicht weggekriegt. Ah, Fossa. Okay. Wie müssen denn Fossa aufgestellt sein? Fossa. 1 zu 1, okay. Okay. So. Du. Den Rest schnell handeln. Müsste das weg sein? Er ist zugänglich. Hä? So, jetzt nochmal. Mitarbeiter und Gäste können diesen Ruhepunkt nicht erreichen. Achte darauf, dass er auf einem Weg platziert ist, der mit dem restlichen Weg des Zoos verbunden ist. Ja, die können hier lang. Das verstehe ich nicht. Der Mann dahin. Okay. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Ich habe ein bisschen Bock auf so ein Nashorn. Habe ich ein bisschen Bock drauf. Reitmaul-Nashorn. Jawoll. Habe ich ein bisschen Bock drauf. Also mehr Weibchen als Männchen. Was gibt's denn Schönes auf dem Markt? Ein Preis? Du bist teuer. Das können wir selber züchten. Ein Männchen. Und ein Weibchen. Ich glaube, bei uns wird es gerade stürmisch. Ja. Na, ich wär's bereit. Sehr schön. Komm, dich kaufen wir auch noch. Wie groß müssen wir jetzt eigentlich das Gehege machen? Gehege. Ne, hier. Wir brauchen über 2 Meter, Grad 4. Ja, haben wir irgendwas Passendes? Grad 5, was könnten hier reinpassen? Du bist nur Grad 3, das weiß ich. Grad 6. Dahin. Wahrscheinlich brauchen sie noch eine Menge Platz, war Quadratkilometer brauchen sie. Ich habe jetzt ja, das hier schon gut reinzimmern. Gib denen mal ein bisschen mehr. Sollte das ja an sich ja ganz gut funktionieren. Gehen wir nach da.
machen hier einfach mal so einen Knick rein. Dann gehen wir gerade rüber und dann sollten... Im Großen und Ganzen sollte das ja funktionieren. Wo sind denn? Also wir sollten... gucken wir mal, wie groß das Gehege ist. Ich baue jetzt mal die Tür. Wir machen hier eine vernünftige Tür rein. Um einfach mal zu gucken. Gucken jetzt mal rein, wie groß bist du? Hier ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig. Vor allem, der kommt da noch in eine Ecke rein, ne? Vier, viereinhalb will ich schon haben, ne? Ja, viereinhalb will ich haben. Das ist definitiv. Machen wir hier nochmal so ein... hier noch. Siehst du, das sieht schneller was aus. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Einfach mal jetzt. Wir gehen jetzt mal auf 3 Meter. Kommen Sie. Das und das hier kommen den Wegspiegel hin. Okay. Dann würde ich jetzt schon sagen, wer da? Das Wichtigste ja schon fast abgedeckt. Das ist ja an sich ja passen. Jo. Okay, wir sind die Scheibe gerade im Boden, aber das ist jetzt eher das kleinere Problem. Haben wir jetzt noch was, was wir hier reinhauen können? Ja, dich. Gefüllte Tour, ne? Ich weiß nicht, wo ich den hinsetzen soll. Pause. Ich will nicht einfach jetzt mal entfernen. Dann geht er halt so. Da ist der Weg auch einfach zu lang. Oh, geführte Tour kann nicht erreicht werden. Okay. Da müssen wir leider mal gucken. Jetzt machen wir was Breitmaul-Nashorn fertig. So, brauche ein Breitmaul-Nashorn Wasser. Die werden ja hier aber trotzdem Wasser reinhauen. Okay.
Wir gucken von der Seite. Ich würde jetzt gerne... Ja, wenn ich irgendwo noch Wasser zusätzlich reinbauen muss, dann ist das ja nicht das Problem. Ich möchte ja gerne einen kleinen... Das heißt, es ist Tümpel, ne? Ich möchte hier so ein kleines Wasserloch haben. Machen wir hier raus Wasser rein? Ja. So, können wir jetzt das ein bisschen kleiner machen? Einfach auch sagen, wir möchten jetzt gerne... angleichen. Gut. Haben wir jetzt Wasser? Nö. Da ist Wasser, ja. Aber ich brauche Wasser hier oben. Okay. Ja, jetzt die Sache, wie lösen wir das Problem, ne? Ich würde es eiskalt sagen. Einmal Wasseraufbereitung. Negativer Einfluss. Ei. Also müssen wir es da hinten an die Ecke setzen. So, dann noch einen schnellen Mitarbeiterweg. Warum rastet er da ein? Machen wir das anders. Setzen wir erstmal den Weg. Nee. Stimmt denn gerade nicht mit dem Weg? Da gerade nicht mit. Und Barriere ausrichten. Nee. Nix Barriere ausrichten. Ich möchte hier einfach nur einen Weg haben. Ich verstehe das Problem gerade nicht. So. Arbeitsbereich. Arbeitsbereich 2. Was haben wir denn beim Nepal-Pader? Überbelegung. Okay. Gucken wir mal jetzt flugs nochmal rein. Nebelpader. Du und der Rest kommt weg. Emu-Überbelegung. So. Emu. Dich. Ja, der Rest kommt weg. Nebelpader. Verletzt, du bist dies, du bist das. Nebelpader. Unterwegs. Okay, du bist also verletzt. Ja, du bist dann erstmal raus aus dem Game. Bis du wieder da bist. Gut.
Können wir jetzt endlich mal weitermachen? Würde gerne. Gehege, Bratmohl, Nashorn. Bratmohl, Nashorn. Ich würde schon sagen. Nee, du. Was setzen wir jetzt erstmal für eine Behausung hier rein? Nee. Das ist auch irgendwie nicht geil, ne? Riesig, ne? So, genau. Ja, passen wir an. Das ist kein Problem. Wasser haben sie. Gut, jetzt haben sie etwas zu essen. Ja, das läuft jetzt nach und nach. Ja, so geht der Bildungsniveau hoch, ne? Ich muss was für die Getränke tun. Gehege. Wir waren hier noch nicht ganz fertig. Schlafen haben wir. Was zum Spielen? Das würde ich gerne oben hinsetzen. Ich da. Das Ding ist ja auch riesig, ne? Einfach, weil es geht. Ich glaube noch nicht mal, dass sie so viel Platz brauchen. Also, so viel Bepflanzung brauchen wir nicht. Nee, das ist ja... Nee, ist auch komisch. Hier haben wir Melone. Möchte sie schon gerne noch einholen in dieser Folge. Was denn? Wenn wir wissen, wie groß sie sind, ne? Ich habe Breitmäuler. Und dann holen wir sie mal rein. Hier Krokodile reinsetzen. Bleiben sie denn? Möchte mir zumindest noch angucken. Nebelpader. Na, wo bleiben sie? Okay, die müssen von da hinten hinrennen. Ich muss eigentlich nur von hier lang laufen. Ah. Da sind sie. Da sind sie. Ui. Ui. Ist ja cool. Wie geht's dir? Okay, du stehst mehr auf Erde, das wissen wir. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Bis denn, ciao.